Ich habe jetzt noch die Wetteraussichten und die könnten mal nicht von neuen Niederschlagsmengen. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum MDR Spätwetter. Einblick ans Schloss Pillnitz bei Dresden am Nachmittag. Ja, die Eingangstreppe ist schon überflutet, aber das ist eben noch nicht der Höhepunkt dort der Flutwellen. Der Wasserstand wird weiter steigen. Aber schauen wir uns jetzt mal ein bisschen großräumig um mit dem Satellitenfilm der vergangenen Stunden im sichtbaren Bereich. Viel Sonne gab es heute von der Ostsee bis in den Westen Deutschlands, auch in Teilen Mitteldeutschlands, nämlich von der Altmark bis nach Westthüringen. Sonst die dichten Wolken, Gewitter haben sich gebildet über Polen. Und die stehen natürlich immer noch im Zusammenhang mit dem dortigen Tief. Aber die Ausläufer, sie ziehen in Richtung Süden. Und damit werden diese Gewitter uns auch nicht mehr direkt erfassen. Die Luft bleibt ein bisschen feucht mit leichter Schauerneigung. Denn das eigentliche Hoch zieht so ein bisschen an uns vorbei. Bedeutet, in dieser Nacht gibt es in Sachsen-Anhalt und in Thüringen nur lockere Wolken oder sternklaren Himmel. Richtung Sachsen ein paar dichtere Wolken. Einige Schauer noch, meist der leichten Art, je nach Bewölkungsdichte 10 bis 6, in den Kältelöchern auch mal bis zu 3 Grad. Der morgige Vormittag überwiegend freundlich, zum Teil mehr, zum Teil mal weniger bewölkt oder sonnig. Schwache Schauer wiederum in Sachsen von der Oberlausitz bis ins mittlere Erzgebirge. Am Nachmittag können in der Oberlausitz auch mal einzelne lokal kräftige Gewitter dabei sein. Sonst regnet es nur ganz vereinzelt. Meist ist es trocken bei 17 bis 21 in den Bergen 15 Grad. Der Wind dazu weht nicht mehr so büchig, nicht mehr so kräftig wie in den vergangenen Tagen. Zwar immer noch aus Nordwest bis Nord, aber meist nur noch schwach im Mittel mit Stärke 2 bis 3 auf den Brocken auch bis Stärke 4. Die kommenden Tage ja, sehen freundlich aus, sonnig, im Tagesverlauf ein paar Quellwolken, vielleicht über den Bergen mal ein vereinzeltes Gewitter oder ein kurzer Schauer, sonst ist es trocken. Tagsüber Werte um die 20, 23 Grad, in den Nächten zunächst noch recht frisch und vielleicht in der Nacht zum Mittwoch vereinzelt auch leichter Bodenfrost, aber auch dann werden die Nächte Stück für Stück ein wenig milder. Ihnen einen schönen Abend.